was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush 4489 zurück bei Let's Play Hyrule Warriors 2 Zeit der Verehrung. Bevor wir mit weiteren Nebenaufgaben weitermachen, habe ich offscreen jetzt noch so einiges erledigt, nämlich so einige Nebenaufgaben, also normale Nebenaufgaben erfüllt, so viele wie nur möglich. Und auch noch meine Waffen wirklich weit verstärkt. Am besten zeige ich euch das hier mal. Ich habe jetzt mit Link solch ein Gardeschwert und noch dazu ein Wächterschwert plus ein heftiges bekommen. Und als großes Schwert, also als Einhänder, habe ich eine heftige Windklinge bekommen. Und eine starke Chimärenlanze obendrauf zu einem Königshellebarde, die ich jetzt schon habe. Weil der Grund ist auch, warum diese... Naja, Moment, ich kann es ja mal probieren, ob ich die vielleicht jetzt auch zu was Besseren hier kombinieren kann. Könnte gehen hier. Ich habe sogar noch eine Garde-Hellebarde bekommen, aber die Königshellebarde ist aktuell stärker. Aber ja, die könnte ich dann wirklich auf einen guten Stand verbessern. Aber dazu bräuchte ich ein paar mehr Waffen hier. Wirklich mit guten Effekten hier zum Beispiel. Also, ich bräuchte eine Beutequote für Items. Aber alles zu seiner Zeit. Sagen wir, geben jetzt wieder die Windklinge. Ja, Link zum Beispiel hat jetzt wirklich eine hervorragende starke Waffe bekommen. Impa, glaube ich, ist eigentlich schon dasselbe. Sonst auch. Zelda hingegen hat ein starkes neues, eine starke neue antike Waffe bekommen. Also ein antikes Modul, oder wie heißt es? Ihr wisst es schon, ein starkes Chica-Modul. Mifas Lichtschuppenlanze ist nochmals verstärkt worden. Auch Rivalis Adlerbogen ist, heftiger als jemals zuvor. Auch schon mit Überstärke 100. Auch hier Obosas Schatzsäbel ist verstärkt worden. Und auch Sidons Zeremonielanze ist verbessert worden. Auch Tebas Bogen habe ich einen kleinen Boost gegeben. Ansonsten eigentlich habe ich so ziemlich noch dasselbe hier. Also... Ja, und natürlich Koga. Unser Koga hat jetzt auch einen heftigen Dämonenring. Ja, und ansonsten auch der Priester hat einen starken Anreif. Und auch unser Wächterveteran hier. Huiuiui. Auch ein wichtig mächtiges Veteranenzahnrad. Und wie ich das bekommen habe? Tja, ganz einfach. Ich habe jetzt aktuell hier... habe ich hier wieder so Gefahrenberichte gesammelt und dabei bekommt man wirklich jetzt sehr, sehr heftige Waffen am Ende für jeden Charakter, den man spielt, also den man dieser Mission, in dieser, gefährlichen Mission spielt. Dafür aber braucht man wirklich jetzt, also dafür setzt der empfohlene Level immer mindestens auf 78, also geringer geht jetzt nicht mehr. Aber das ist trotzdem noch schaffbar mit jedem Charakter. Habe ich ja probiert. Also mit denen bislang, mit denen ich bislang gespielt habe. Ich kann natürlich noch, ich kann es natürlich noch öfters offscreen mal machen. Aber ja, darauf wollte ich doch mal hinweisen. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe nämlich bei der allerersten, bei der Schlacht auf der Ebene Hyrule habe ich offscreen noch alle Schätze und alle restlichen Crocs gesammelt. Ich blende euch natürlich noch schnell ein, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse, einen Screenshot, wo sich die ganzen Crocs befinden. Ich hoffe, daran habe ich gedacht, das einzufügen. Und ja, jetzt würde ich sagen, ohne große Umschweife machen wir jetzt endlich weiter mit den Nebenherausforderungen. Wir starten durch mit Lauen der Schrecken.
Und hierbei müssen wir mit Mifa spielen. Gegen einen Haufen Wächter. Ah, das wird da hoffentlich gut gehen. So, ich würde sagen, wir nehmen uns... Wie das wohl schmeckt? Wir werden einen Fokus auf, zusätzliche Rubine setzen. Und zwar 160% mehr Rubine. Und dann geht's ab. Ja, also ihr seht, ich habe offscreen so einiges erledigt. Nach dieser Aufnahmesession werde ich gucken, dass ich dann auch noch weitere Gefahrenberichte sammle. Und ja. Und auch weitere Waffen kriege. Und schaue, ob ich dann noch ein, zwei weitere Nebenaufgaben erfüllen kann. Aber ich glaube, wenn ich die alle erstmal sehe, die alle Nebenaufgaben hier erfüllt habe, also alle Nebenherausforderungen, dann kann ich ja auch noch die bestimmten anderen Nebenherausforderungen, die ich erfüllen, die es erfüllen geht, auch noch damit erfüllen. So. So, aus dem Weg hier. Die Prinzessin des Oras ist am Start. Ein Nanowächter natürlich. Der hat aber jetzt schon kaum Chancen hier. Oh oh. Jetzt mal Schluss. Bam. Und das wär's. Das war schon mal mit den ersten Wächter. Oh. 10 Wächter gilt es in Zeitlimit zu bekämpfen. Konnte ich ausweichen? Ja. Nein. Schluss jetzt. Bam. Oh, und ich glaube, ein Schmetterangriff reicht, um diese Nano-Wächter alle zu erlegen. Yes. Nice. Wir bekommen auch Unterstützung von unseren Zuras, also dadurch wird es nicht ganz, also dadurch wird es ein bisschen einfacher. Aber wir kriegen das schon hin. Oh, sind vielleicht 2 Wächter auf einmal. Ey, du kleiner Spacko. Weg mit deinen Pfeilen und Bogen. So. Ach, du Heiliger. Shit. Kitzeln? Hat sie gerade gesagt, dass das kitzelt? Mifa! Das tut nur mehr als nur kitzeln hier. Jetzt kommt der andere Wächter auch noch. Es sei denn, ich setze hier auf meinen Wasserturm. Alter! Da mache ich ja die Gegner ganz schön fertig damit. Hey, das ist ja nicht fair. Schluss mit dir, du Spacko. Nein, Schluss jetzt mit dir. Gut ausgewichen. Oh! So, der Fliegende ist wirklich der lästigste fast schon. Und da kommt noch ein Nanowächter hinzu. Natürlich. Weil es zu wenig ist, also weil es zu viel verlangt ist, dass man nur einen einzigen Wächter auf einmal bekämpfen kann hier. Ne? Ja toll, das war ein Treffer leider. Alter, was zum... Schluss jetzt! Mit dem Scheiß! Geh down! Gut. So, noch der eine Wächter hier. Es braucht hier noch einen Treffer! Und da besiegt... What the hell? Er wurde von unseren Zoras besiegt. Wie geil ist das denn? Nice! Gut gemacht! Der letzte Angriff ist auch wirklich cool bei Mifa. So, jetzt aber. So,
So, da ist ein Eiswächter. Da, dann etwas Feuer. Obwohl, beim Regen weiß ich nicht, ob das was hilft. Anscheinend doch. So, jetzt Schluss mit dir. Ja, ja, sind seine Beine weg hier. Alter, aber ich hasse es, dass er immer seinen Laser einsetzen kann hier. Jetzt ist auch Schluss mit dir, Freundchen. Spieß ihn auf! Der nächste Nanowächter ist da! Natürlich. Ey, lass meine Zoras in Ruhe. Oh, da kommen gleich zwei von denen. Toll. Jetzt reicht's. Gut, ich brauch sowieso eine Heilung. Beide getroffen, nice. So sehe ich das gerne. So, viel zu dem hier. Und tschüss. So. Moment, sehe ich das richtig? Wir haben 17 zu bekämpfen? What the hell? Ich dachte, es waren vorhin noch 10. Wie sind das jetzt so viele von denen? Oh Mann. Aber gut, solange es weiterhin so gut läuft, dann passt das schon. Dann ist es möglich, das zu schaffen. Oh, ich sehe gerade, da hinten ist noch einer. Und der bewegt sich nicht vom Fleck. Ist gerade blöd. Gut, dann heißt es Beeilung. Mit dem werde ich jetzt leider am meisten Zeit vergeuden. Halt blöd, dass der sich da am Rande aufhalten muss. Hey, du Spacko, hier bin ich. Hier spielt die Musik. Ah, shit. Ich dachte, ich wäre rechtzeitig ausgewichen. So. Und weg mit dir. Bam. So, noch 7 Wächter. Hoffentlich. Gut, ich bekomme Heilung wieder zurück. Das ist sehr gut. So viele Lichtschuppenlanzen, ey. So, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Umweg. Aber gut, auf dem Weg ist noch ein weiterer Nanowächter. Das passt schon. Geht aus dem Weg, Spackos. So. Macht sie fertig. So, da ist er, der nächste Nanowächter. Oh, was? Der hat einen delayten Angriff eingesetzt. Einen verzögerten. What the hell? Das war nicht schlecht. Er hat einen verzögerten Laserangriff eingesetzt. Das ist nicht... Das war echt nicht schlecht hier. Das muss ich denen schon lassen. Oh shit, jetzt aber schnell Beeilung. Hoffe ich schaffe es noch jetzt, die 6 anderen Wächter innerhalb von 3 Minuten zu bekämpfen. Ey, das ist echt wenig Zeit. Für so viele Wächter. Vor allem ist einer wieder so weit getrennt von den anderen. Oh, gleich 2 Nanowächter, das ist gut. So, ich hoffe, ich treffe beide damit. So, so viel mal zu dem hier. Zornwächter? Nein, es werden immer mehr!
Es werden gleich zwei noch weitere. Wie soll ich das so schnell schaffen hier? Alter, sind die wahnsinnig oder was? Toll, jetzt ist einer wieder so weit entfernt. Am Rande. Statt dass er hier mitspielt. Klar, ich rede mich jetzt darüber auf, dass ich so viele Wächter zu bekämpfen habe auf einmal, aber dadurch vermeiden wir, dass es ein Time-Over gibt. Oh, shit. So, jetzt Schluss mit dir. Oh, shit. So viele Wächter neu zu wie ich so kurzer Zeit noch bekämpfen, ey. Moment. Ich sehe gerade, das sind... Ach nein, das sind eh nur zwei, ne? Ja, es sind leider nur zwei. Oh, shit. Der will's wissen. Ah, leider kein Ausweich. Move, aber was soll's. Immer feste drauf hier. Komm schon. Oh, schon nur noch eine Minute. Es wird wieder ein Time Over oder was? Komm schon, mach den Blitzwächter jetzt schnell fertig. Und weiter. Sehr schön. Oh, 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 oh. Chill mal, du Spacko. Nein? Diese fliegenden Wächter sind auch... sind zwar lästig, aber sie sind eigentlich recht schwach in der, also in der Ausdauer. Shit, ich schaff das einfach nicht. Warum kriege ich da kein extra Zeitlimit dazu? Das ist echt gemein. Du musst doch wirklich extrem schnell sein. Ach du Scheiße, wo geht's hier lang? Oh nein. Ja, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das ist vollkommen unmöglich zu schaffen. Wie soll das gehen, ey, in der so kurzen Zeit? Ich hätte die anderen Gegner alle ignorieren müssen. Wenn das bloß der letzte Wächter gewesen wäre, dann hätte es gepasst. Aber nein, jetzt ist noch ein Zornwächter übrig. Und der ist dann das Time Over. Verdammt nochmal. Ein einziger Wächter sorgt für die Niederlage. Wie schaut's eigentlich mit neu? Das wird nichts. Kann ich nicht? Ich muss wieder von vorne das, den Scheiß machen. Ach du heiliger Kacke. Das darf wohl nicht wahr sein, ey. Ja toll, muss ich die Rezepte auch wieder von vorne. Das heißt, ich verschwende hier gerade was. Jetzt habe ich tatsächlich hier verschwendet. Es ist lecker. Was für ein Bullshit, ey. In so kurzer Zeit. All diese Wächter besiegen. Vor allem, wenn einige Wächter sogar noch an einen Ort festhängen. An einen weit entfernten Ort. Wie soll das so schnell funktionieren? Ich darf einfach die kleinen Gegner, muss ich alle hundertprozentig ignorieren. Die darf ich auf keinen Fall auch noch zusätzlich bekämpfen. Aber boah, das ist echt nicht euer Ernst. Immer wieder so ein extremer Zeitdruck. Es ist echt nicht zu fassen. Mit so vielen Gegnern. Geht mir schön aus dem Weg, ihr Spackos. So, jetzt mal Schluss mit dir. Wächter Nummer 1 down.
komm nur her, du. Au. Du Spacko. Schluss. Und weg mit dir. Und das wär's. Und weiter im Programm. Sparkos, geht mal aus dem Weg. Nein. Ich glaube, ich sollte zuerst mal den erledigen, weil der ist lästiger. Jawohl. Und das wär's. Tja, daneben, Freundchen. Oh! Ach Mann, ey. Wieso treffe ich ihn nicht? Au! Schluss jetzt! Come on! Weg mit dir, du blöder Blitzwächter! Das ist nicht one-hitted! Kein One-Hit-Kill-Wett leider! Wow! Mein Schuss ist einander, das ist wirklich verrückt. Ich muss da wieder zurück zu denen. Auch noch. Einer bewegt sich nach unten. Aber der andere bleibt oben stehen. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler vom Spiel ist. Ja, normalerweise sollte er sich doch nach unten bewegen und nicht da oben stehen bleiben, ne? Ist jetzt mal so meine Hypothese hier. Ich vergesse immer, dass ich gleich mit X angreifen muss. So, jetzt du, da oben. Der bleibt wirklich da oben stehen. Ah, shit. Schluss mit dir. Komm her. Und weg mit dir. Komm jetzt. Was? Kommt der jetzt hier? Ich habe doch nur zwei gesehen. Na, umso besser. Wenn der zu mir kommt, hier. Kann ich sie umso schneller erledigen, alle. Ja, der nächste, der herkommt, die bewegen sich alle. Shit. Okay, passt. Bam. Soweit, so gut. So. In der Mitte noch. Da ist ein Eiswächter. So, dann bist du drauf hier. Nein. Das ist gut, sein Freundchen. So. So, schön abbrechen, das passt. So. Okay. Gleich nach oben gehen und alles mitnehmen, was da ist.
Da oben ist vorher dem wieder ein verdammter Wächter. Gut, aber wir haben mehr als die Hälfte. Das könnte sich noch ausgehen. Das könnte sich noch ausgehen, wenn wir weiterhin so schnell arbeiten. Wir müssen gleich immer Laser verbreiten, ha? Huh? Ihr seid mir natürlich die Liebsten, die sowas machen. Passt schon. So. So viel zu dem Nanowächter. Da unten ist noch da unten stapft noch einer rum. Haha. Gut, dann soll er nur zu mir kommen. So. Da. Das sind die beiden Großen. So. Oh, gleich in seine Beinchen abgenommen. Mit einem Superangriff. Aufpassen. So. Passt. Bam! Jetzt kommen die Zornwächter. Nein? Ah, shit. Komm her, du! Erwischt, sehr schön. Immer nur weiter so. So, und jetzt noch die Kleinen alle. Gut, der eine Nanowächter verfolgt mich eh, das ist gut. Was ist drauf hier? Ey. Nein. Schluss. Bam. So. Gut, alle Nanowächter sind zu mir unterwegs. Ach, falsche Richtung. Schnell, 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 schnell. Weiter, 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 weiter. Wir können es schaffen. Hey, wo bist du hin, Freundchen? Hier spielt die Musik. So, Schluss. So, so viel zum Nanowächter. Noch vier. Come on, das muss es jetzt sein. Damit müssen wir jetzt erfolgreich sein hier. Oh, hallo? Nach dir habe ich gerade gesucht. Danke, dass du so freundlich bist, zu mir zu kommen. So, immer weiter so. Noch drei. Da ist noch ein Nanowächter hier. Zwei sogar. Das ist auch gut so. Nicht nur Heilung, sondern auch Schaden zu fügen. Hoffentlich erlege ich gleich den anderen mit. Okay, da hat noch ein Schlag gereicht. So, jetzt nur noch der Zornwächter. Den können wir jetzt besiegen. Wir haben deutlich mehr Zeit. Wir kriegen das hin und wir sind auch geheilt worden. Nice. So, lieber Zornwächter, hier bin ich. Hast auf mich gewartet, ne? Danke fürs Warten. Ah, shit. Ja, sehr schön. Oh, schade, reicht nicht für einen starken Schlag. Aber jetzt... Immer feste drauf, wir kriegen das hin.
Na komm. Ah, shit. Jetzt kommt ein Laserangriff. Wurde abgeblockt. Yes! Passt schon, das kriegen wir schon hin, hoffentlich. So. Oh shit, das war ein super Laser hier. Ich dachte, er wollte wieder stampfen. Reicht das jetzt? Ist er down? Ja! Geschafft! Oh. Mann, was für ein Stress mit Wächtern hier. Ja, noch ein Level up. Auch eine recht starke Lichtschuppenlanze. Und jede Menge Terrakotteile. Jetzt fehlen nur noch 22 und dann können wir Terrako wiederbeleben. Das ist erstmal das Ziel, bevor wir noch die Nebenstories anfangen. Vor allem muss ich ja mit Terrako diese erste DLC-Story-Herausforderung noch bestreiten, weil die ja noch unvollständig war. Aber alles dann ab dem nächsten Part. Oh je. Aber es ist... Oha, oha, oha. Das ist nice. Okay, aber es ist nur verfügbar, weil ich jetzt Steine aus einer anderen Welt bekommen habe. Und deswegen mache ich auch diese Nebenaufgaben, damit ich das bekomme. Weil ohne das geht das natürlich nicht. Oh, Beschützerinstinkt. Wieder für Mifa, ha? Huh? Gut, aber das dann, wie gesagt, habt ihr im nächsten Part. Und wenn mir gilt, wenn es gefallen wusste, dies bestimmt mir sein. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Es ist halt gespannt und klickt wieder rein. Ihr Crush wurde vergeht hinein. Bis nächsten Part von Let's Play. Hyrule Warriors 2. Zeit der Verheerung. Also, auf Wiedersehen und tschüssigen Leutchen.